2K5 Athletics, offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Ausgabe 4 von GFL TV in der Saison 2015. Wir sind heute in Kempten in Bayern zum Bayern Derby zwischen den Allgäu Comets und den Munich Cowboys. Die Allgäu Comets letztes Jahr aufgestiegen, ein paar Spiele unglücklich verloren, jetzt im Europapokal durchgestartet, dort schon für das Finale des EFL Bulls qualifiziert, wollen jetzt auch in der Liga beweisen, dass sie in der GFL angekommen sind und wollen die Playoff-Plätze angreifen. Quarterback ist nicht mehr Shane Jackson, sondern ein Kandidat, der auch beim heutigen Gegner, bei den Munich Cowboys, im Gespräch war. Und diesen Quarterback, den stehen wir Ihnen jetzt vor. Quarterback Cedric Townsend von den Allgäu Comets hatte vor der Saison eigentlich einen Vertrag bei den Munich Cowboys unterschrieben, sich dann die ganze Sache aber anders überlegt und war zu den Allgäu Comets gewechselt. Mit denen traf er jetzt auf die Münchner und denen zeigte er gleich mal, was ihnen so abgeht in dieser Saison. Townsend, dritter Drive der Partie mit einem Lauf für 17 Yards. Dann dritter Versuch und Goal. Townsend sucht die Endzone, kommt aber nicht ganz bis über die Linie ins gelobte Land der Münchner. Deswegen nur Field Goal von Maximilian Feneberg aus 21 Yards Entfernung. 3:0 die Führung für die Kemptner. Die Münchner warten noch auf ihren neuen Quarterback Ward Jasinski. Im nächsten Spiel soll er da sein. So musste Timothy Breaker etatmäßig Safety wieder ans Werk. Er wirft hier unvollständig. Die Münchner mussten punten. Anschließend Townsend, der viel Zeit bekommt, was selten eine gute Nachricht für den Gegner ist, findet hier Stefan Havels für 16 Yards Raumgewinn. Rein ins zweite Quarter der Partie, nachdem im ersten Durchgang die Defensiven dominiert hatten. 4. und 4 für die Comets. Der Pass von Townsend landet bei Christian Havels. 16 Yards. Dann Townsend mit Zeit, aber der Pass wird abgewehrt von Corbinian Feldmeier. Field Goal Versuch von Feneberg aus 41 Yards. Der hat nie eine Chance. Es bleibt beim 3:0. Townsend nicht der einzige Münchner, der bei den Comets aktiv ist. Auch Coach Wolfgang Hartung hat die Seiten gewechselt und coacht in dieser Saison bei den Kemptnern. Nach zwei Punts kommt hier die Münchner Offense 2. und 8. Lauf von Augustin Ume Ezeoke. Eigentlich Linebacker für 10 Yards. Anschließend 3. und 11 für die Münchner, aber die Offense kam nicht in die Gänge. Breaker wird gesackt und damit erneut ein Punt. Und Ballbesitz für die Allgäu Comets, die dann doch ab und zu mal ein paar Big Plays hatten. Wenn Townsend Zeit hat, Havels hier vollkommen frei. Stefan Havels, wohlgemerkt sein Bruder Christian, ja mittlerweile auch wieder fit. Aber es klappte nicht alles bei den Gastgebern. Townsend, der hier lange überlegt und dann doch den Fehler macht in die Arme von Lorenz Kern. Der allerdings schenkt den Ball zurück, verliert das Leder bei einem Fumble und Townsend sichert den Ball für die Comets. Die Münchner verschicken also eine zweite Einladung an den Angriff der Comets. Das ist selten eine gute Idee und wird sofort bestraft. Townsend auf Christian Havels, der ist vollkommen ungedeckt. 34 Yards, 10:0 und das war dann auch der Spielstand zur Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann mit einem Punt der Munich Cowboys. Und deswegen steigen wir ein mit einem Ballbesitz für die Allgäu Comets. Kevin Konrad mit 11 Yards Raumgewinn. Anschließend Townsend mit einem überworfenen Pass. Tobias Fuchs geht dazwischen. Return 31 Yards. Die Münchner in der gegnerischen Hälfte mit einer Chance auf Punkte. Anschließend ist es 2. und 3. Aber Breaker wird gesackt, weil die Offensive Line nicht hält. Es folgt 3. Versuch und 15. Breaker zu Maximilian Kusch für ein neues First Down, aber Breaker brachte im kompletten Spiel nur 2 Pässe an den eigenen Mann. Dann beim 4. und 20 klappt es nicht. Er findet den Gegner Cody Smith mit der Interception.
Aber auch bei Cedric Townsend lagen Genie und Wahnsinn mal wieder relativ nah beieinander. Townsend, Interception, Feldmeier dazwischen. Dritter Fehlwurf des Kemptner Quarterbacks. Es folgten vier Punts und dann die Cowboys mit Ramon Berger auf der Running Back Position. 3 Yards läuft er hier, aber es gab eine Strafe und danach 2. und 14 an der Cowboys 2 und Breaker in der Endzone gesackt für einen Safety von Matthias Bartel und es stand 12-0. Und bei der Harmlosigkeit der Münchner war zu diesem Zeitpunkt klar, der Sieger steht schon fest und die Comets legt noch einen drauf. Townsend auf Christian Havels 25 Yards und dann Touchdownlauf von Konrad aus 10 Yards zum Endstand 19-0. Die Münchner dann vielleicht ab demnächst mit mehr Offensive, wenn der neue Quarterback da ist. Im Moment reicht das definitiv nicht, um den bayerischen Konkurrenten zu schlagen. Die Comets gewinnen ungefährdet 19-0. Bei mir ist jetzt Coach Dino Brown von den Munich Cowboys. Coach Brown, lassen Sie uns zunächst mal über Ihre Defense reden. Ich vermute, mit diesem Mannschaftsteil können Sie heute zufrieden sein. Naja, eigentlich nicht wirklich, denn wir haben verloren. Wir hatten zwar gute Szenen, aber wir haben auch schwere Fehler in der Verteidigung gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass sie am Ende der ersten Halbzeit etwas müde waren. Aber Kempten hat doch eine starke Offense, da war doch sicher nicht alles schlecht. Klar, wir können auch Positives mitnehmen, aber unter dem Strich brauchen wir einfach mehr Big Plays von unserem Pass Rush. Nächste Woche kommt dann endlich ihr neuer Quarterback. Wie erleichtert sind Sie? Sicher, wir brauchen ihn. Aber Tim Breaker hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben von ihm mehr verlangt, als wir das normalerweise von unseren Imports tun. Aber nächste Woche sieht sicher alles etwas anders aus. Nein, deshalb schon heute für Cedric Townsend. Ist das besorgniserregend für dich oder nicht? Nein. Das war ein Teil. Wir eigentlich für mich, wir haben wirklich 3 Wide Receivers heute gewählt. Matt hat bis zum Schluss gespielt, aber er hatte ein bisschen Verletzung auf dem Bein. Also er war wirklich vielleicht 60%. Und dann, wie gesagt, wir hatten dann unseren Starting Slot Receiver auf dem Running Back gestellt und einen Backup auf dem Slot. Und dann haben wir alles ein bisschen anders als die letzten paar Wochen und einfach ein bisschen aus dem Rhythm. Ein paar falsche Routen gelaufen, einfach just nur ein paar Fehler gemacht. Und natürlich, der Quarterback musste seinen Reads gehen und wenn sein Read sagt, wirf hier und er wirft dort, wir erwarten, dass unser Passempfänger läuft die richtige Route und er bekommt auf dem Zielpunkt, aber wenn er läuft die falsche Route, ist immer irgendwas gefährlich sein und das haben wir ein paar Mal heute gesehen und wir müssen wieder schauen, dass mit dieser Aufstellung, dass wir kriegen mehr Reps. Nun habt ihr die letzten 3 Spiele zu 0 gespielt, aber das sind ja nicht unbedingt die größten Offenses, die ihr da getroffen habt. Wie fällt das Fazit zur Defense trotzdem aus? Super. I mean, wenn du kannst 3 Spiele hintereinander mit 0 auf dem Spieltafel, dann ist es wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Und Defense hat nochmal super gespielt, aber wir wissen auch schon, dass es wird immer schwerer. Als die anderen Mannschaften kommen mit den Import Quarterbacks oder National Mannschaft Quarterbacks, es wird nur einfach schwer und wir erwarten das, wir vorbereiten auf das und wir haben auch Arbeit zu tun in der Defense, aber auch ein paar Failures, aber allgemein war wirklich ein sehr positiver Spieltag für mich. Es war die erste Sieg gegen München in, glaube ich, 25 Jahren und das ist ein Positiv für uns. Ja. Mit 19-0 gewinnen die Allgäu Comets heute also gegen die Munich Cowboys. Historisches, was wir fast schon erlebt haben. Der letzte Sieg der Kemptner, der ist schon über 20 Jahre her gewesen. Also die Vorherrschaft in Bayern fürs Erste erstmal in Richtung Kempten gekippt. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Wir schauen jetzt auf weitere Spiele in der GFL und wir fangen dabei an mit dem Spitzenspiel in der GFL Nord. Die Braunschweig Lions, beziehungsweise nein, sie heißen jetzt die New Yorker Lions, hatten die Dresden Monarchs zu Gast und Spitzenspiel, weil man natürlich sehen wollte, wie gut sind die Lions, wie sehr haben die Monarchs aufgeholt. Die Zusammenfassung wie immer von Andreas Renner.
Clay Belton heißt der neue Quarterback der Dresden Monarchs und er führte sein Team ins feindliche Territorium nach Braunschweig. Zu den Lions im Eintrachtstadion waren knapp 5000 Zuschauer für dieses Spiel, aber sie sahen nicht ihren etatmäßigen Quarterback Grant Anders. Der fehlte mit Beinverletzung, so musste Tight End Evan Landy als Quarterback einspringen mit der Nummer 87. Darüber reden wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal auf die Offense der Dresdner. Erster Ballbesitz, das ist Belton Play Action und der Linkshänder findet Jan Hilgenfeld für 14 Yards Raumgewinn. Die Dresdner haben nicht nur einen neuen Quarterback, sondern auch einen neuen Running Back und der heißt David Russell. Hat schon ein paar super Plays gemacht, aber das hier ist der gerade Weg in die Endzone. 7 Yards, 0 zu 7. Die Lions anschließend mit einem 3 and out, also 2. und 5 an der New Yorker Lions 18 für die Dresden Monarchs. Pass von Belton. Und dann schaut er lange und Tissy Robinson ist schneller am Ball als sein eigener Receiver. Die Interception für die Braunschweiger. Und das hier ist der direkt nächste Spielzug. Der Snap zu hoch. Keine Chance für Landy. Ballbesitz also für Dresden, aber nicht an der 1-Yard-Linie, sondern nach einer Strafe an der Lions 16. Trotzdem gibt es am Ende kein First Down, sondern nur ein Field-Goal-Versuch von Hilgenfeld aus 30 Yards. Und der ist ganz untypisch für Jan Hilgenfeld. Nicht gut. Rein ins zweite Quarter, wo die Braunschweiger wieder ein 3-and-out produzierten. Das heißt, Dresden beginnt wieder in der gegnerischen Hälfte und endet diesen Drive mit dem Touchdown-Fass von Belton auf Russell aus 12 Yards Entfernung zum 14 zu 0. Das ist der anschließende Kickoff. Hilgenfeld schickt den Ball tief und der Returner für die Lions ist David McCamps und von dem sieht man ab und zu mal ein paar Highlights. Hier auch. David McCann's Touchdown, 99 Yards zum 14 zu 6. Der anschließende Extrapunkt von Tobias Göbel ist allerdings nicht gut. Und damit bleibt es beim 14 zu 6. Noch 6 Sekunden zu spielen in der ersten Hälfte. Belton ein bisschen unter Druck, wirft aber den Ball nicht Richtung Endzone, sondern direkt ins Aus, muss man auch nicht verstehen. Und damit ging es dann in die Halbzeitpause und wir schauen auf die Statistik und sehen 6 Passyards für die Lions. Bei den Laufyards sind sie im Minus, insgesamt nur 2 First Downs. Also das war eine ganz eindeutige Angelegenheit für die Dresdner, die deutlicher führen müssten zur Pause. Zweiter Durchgang. Landy findet Janos Knopf beim ersten Drive für 14 Yards und jetzt so langsam kam dann auch die Lions Offense ins Laufen. Und apropos ins Laufen, da ist er noch, David McCants mit dem schnellen Cut auf die rechte Seite und dem Touchdown zum 12 zu 14. Dann versuchen die Braunschweiger den Ausgleich, aber Landys Pass ist nicht vollständig, landet fast beim Gegner und damit 14-12. Die Dresdner dominant bis dahin, aber trotzdem nur 2 Punkte vorne. Hier ist Russell. Russell mit einem absolut unglaublichen Lauf. 39 Yards in die Endzone. Ein Superplay zum 21 zu 12. Braunschweig war gerade rangekommen. Da legen die Dresdner nach. Aber jetzt war es ein Running Back Duell. Russell über 39, McCants über 61. Nächster Touchdown. 19 zu 21. Und das Spektakulärste sollte noch kommen. Das vierte Quarter beginnt mit einer Interception von Belton und damit die Lions kurz vor der Dresdner Endzone. Und dann die Ballübergabe an McCants und der nächste Touchdown 26 zu 21. Auf einmal die Braunschweiger vorne in einer Partie, die Dresden über weite Strecken dominiert hatte. Dann 3. und 7 an der Lions 40. Lauf von Russell bringt nur 2 Yards, also ein Dresdner Punt. Hilgenfeld mit einem Rugby-Kick und der Ball prallt auf, berührt Kevin Kuhs von den Lions am Bein und die Dresdner sichern sich das Leder an der gegnerischen 12-Yard-Linie.
erstes Geschenk für Dresden bei diesem Drive. Dann Lauf von Russell, aber da sind die Lions zur Stelle. Es gibt Raumverlust und eine Strafe obendrauf. Anschließend 4. und 5. Belton findet seinen Receiver nicht, aber es gibt ein Holding gegen Mualik Bangura und damit ein neues First Down für die Dresdner an der 3-Yard-Linie der New Yorker Lions. Das zweite Geschenk der Braunschweiger an die Dresdner bei diesem Drive. 2. und Goal. Ballübergabe, Russell, 9 Yards Raumverlust. Die Lions werten sich jetzt mit allem, was sie hatten. Aber wer zu viele Geschenke verteilt, wird irgendwann mal bestraft. 3. Versuch, Belton auf Bradley Fraser. 5 Yards. Fehlen noch 6 bis in die Endzone. 4. Versuch, letzte Chance für Dresden. Belton auf den Rückkehrer. Radko Zoller, Touchdown für die Dresden Monarchs, 26 zu 27. Dann nutzen sie ihre Gelegenheit. Der Conversion-Pass von Belton anschließend ist allerdings nicht vollständig. 1 Punkt Vorsprung also für die Gäste, nachdem die Braunschweiger mächtig mitgeholfen hatten. Der anschließende Kickoff, es lief die letzte Minute der Partie. McCanns schafft er wieder den Touchdown mit dem Return. Diesmal nicht, nur an die 32, noch 22 Sekunden auf der Uhr. Eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, das noch aufzuholen. Aber Landy und die Lions probieren es. Der Pass hier ist allerdings zu kurz und unvollständig. Da macht sich Landy selber auf die Reise, läuft für 10 Yards, geht ins Aus, hält die Uhr an. Ja, und jetzt sind dann die Lions doch schon in der Nähe der Mittellinie und haben dann auch mal Glück, weil Landy hier getroffen wird und sein Pass sollte eigentlich nicht ankommen. Tut er aber trotzdem, und zwar so bei Niklas Römer, dass der jetzt ausgehen kann. Letztes Play von der 46 der Dresdner. Landy holt alles raus, was er im linken Arm drin hat. Und der Pass ist gefangen von Janos Knopf und der wird gestoppt an der 1-Yard-Linie mit auslaufender Uhr. Letzte Aktion im Spiel und den Lions fehlt 1 Yard, um dieses Spiel zu drehen. Und damit jubeln die Dresdner über einen 27 zu 26 Sieg. In einem unglaublichen Spiel mit einem unfassbaren Finish. Die Dresdner am Ende mit der Nase vorne. Coach, eine denkbar knappe Niederlage. Woran lag es aus deiner Sicht? Ich finde, das war zwei ganz gute Gegner. Ich meine, zwei Mannschaften, das sind ziemlich sehr stark. Und ja, es war eigentlich nur 1 Yard zu wenig für uns heute. So, aber ich bin sehr stolz auf unsere Jungs. Die haben gekämpft, die haben zusammengeblieben. Und ja, würden wir sehen, das ist eine lange Saison. Hat der Ausfall des Starting Quarterbacks Einfluss gehabt auf das Spiel heute? Ich meine, es ist immer schwer, deines Starting Quarterback zu verlieren. Aber ich wollte vorsichtig werden, weil was er hat, ist nicht so ernst. Aber wenn er noch einen Schlag oder sowas kriegt, dann wahrscheinlich kann er nicht nächste Woche spielen. Und wenn das heute ein Playoff-Spiel sein wird, er würde auf jeden Fall spielen, aber für uns, was wichtig ist, wir haben einen ganz großen Sieg letzte Woche in Innsbruck geschafft. Wir wollen nicht gegen Paris, nicht unsere beste Mannschaft auf dem Feld bringen. So, auf jeden Fall, wir wollen in diese Euro Bowl reinzutreten und so am wichtigsten ist, dass er gesund ist für nächste Woche. Glückwunsch zum Sieg, denkbar knapp 27-26. Wie sehr hat euch das Ergebnis selber überrascht? Oder habt ihr euch hier schon Chancen ausgerechnet? Ja, überrascht vielleicht, weil die Braunschweig Lions ein sehr gutes Team sind. Aber wir glauben, dass wir auch ein gutes Team sind und dass da Chancen für uns waren, dieses Spiel auch. Und wie weit sind jetzt den amtierenden Meister geschlagen zu haben? Wie weit gehen jetzt eure Ziele? Ist da schon jetzt so ein Push auch für die Saison? Ja, das nächste Ziel ist das nächste Spiel zu gewinnen.
Gab es besondere Key Facts für dich als Coach, wo du sagst, das war der Moment, wo wir die Lions ja geknackt haben? Na, wir haben sie nicht geknackt. Das ist vielleicht das große Problem. Dass in der ersten Hälfte sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Punkte und dann war es vielleicht so, dass wir sie knacken können in der zweiten Hälfte. Aber was das meiste Wichtige ist, dass wir gewonnen haben. Die Dresden Monarchs schaffen also den Auswärtssieg, gewinnen mit einem Punkt in Braunschweig bei den New Yorker Lions. Das heißt, für Spannung im Norden ist gesorgt. Und für die Lions bedeutet das die erste Niederlage seit 2013. Wir bleiben im Norden, wir schauen auf ein Duell etwas weiter unten in der Tabelle. Duell um die Playoff-Plätze, die Düsseldorf Panther. Erstmal gegen die Adler gewonnen, dann hoch gegen die Monarchs verloren, empfing die Hamburg Huskies den Aufsteiger. Und von dem Spiel meldet sich mein Kollege Stefan Mörkels mit mehr Informationen. Willkommen, verehrte Zuschauer, hier im Stadion des VfL Benrath, wo heute die Düsseldorf Panther die Hamburg Huskies empfangen. Beide Mannschaften haben ihre Spiele zuletzt verloren, die Düsseldorfer in Dresden, Hamburg zu Hause gegen Kiel. Doch beide wollen zeigen, dass das auch anders geht. Welchem von den beiden Teams das gelungen ist, das sehen Sie in den nächsten Minuten, kommentiert von Andreas Renner. Safety Curtis Slade hat in der Vorsaison noch für die Marburg Mercenaries gespielt. Jetzt ist er zum GFL Nordaufsteiger Hamburg Huskies gewechselt. Sein zweites Spiel mit den Huskies. Auswärts bei den Düsseldorf Panthern im Stadion des VfL Benrath vor über 1000 Zuschauern. Die Gäste aus Hamburg mit dem ersten Ballbesitz, das ist Quarterback Reggie Langford. Sucht einen Receiver, findet keinen, läuft selbst, das kann er auch gut. Rutscht dann allerdings aus, nur 3 Yards. Dann der Fly Sweep zu Tyson Gieser, behalten Sie das Play mal so im Hinterkopf, 7 Yards, First Down. Anschließend die Ballübergabe, nur angetäuscht, Langford behält den Ball selbst und läuft 14 Yards zu einem neuen First Down. Lässt sich also gut an für die Hamburger, aber nur bis zu diesem Punkt. Dann gibt's einen unpräzisen Snap und einen Fumble und Düsseldorf hat den Ball. Was machen die Panther draus? Sie machen zunächst mal einen mäßigen Pitch von Engelmann zu Running Back Aaron Price und das sind nur 2 Yards Raumgewinn am Ende dieses Tries, steht ein schneller Punt. Also wieder Hamburg. Ballübergabe an Gieser und Gieser diesmal nicht zu stoppen von den Düsseldorf Panthern. Touchdown 57 Yards 0-6. Dann gehen wir rein ins zweite Quarter. Es folgten 3 Punts und dann wieder die Hamburger im Ballbesitz. Und da ist wieder der Flysweep zu Gieser. Und das Play konnte Düsseldorf an diesem Tag überhaupt nicht verteidigen. Gieser erst komplett nach rechts und dann wieder auf die andere Feldseite zurück. Am Ende 42 Yards Raumgewinn. Ein Touchdown folgte nicht und auch Punkte gab es nicht. Marvin Sane, Probleme beim Snap und dann das Field Goal aus 23 Yards Entfernung. Nicht gut. Düsseldorf anschließend 3 and out. Also gleich wieder die Huskies. Langford behält den Ball selber. 19 Yards Raumgewinn für den Hamburger Quarterback. In die Endzone. Fly Sweep nur angetäuscht. Langford läuft selber 0-13. Wurde langsamer Zeit für die Düsseldorfer offensiv was zu machen. Da haben wir Quarterback Manuel Engelmann, der bedient Yannick Baumgärtner für 25 Yards an die 11. Anschließend dann die Ballübergabe an Running Back Tobias Koschate, 8 Yards durch die Mitte. Fehlt noch ein bisschen was bis in die Endzone, aber eben nur noch 1 Yard. Und dann sagt Aaron Price, okay, mache ich den. Düsseldorf verkürzt auf 7-13. Die Hamburger suchten anschließend ihre Chance. Dritter Versuch in der Düsseldorfer Hälfte. Langford, der lange Pass auf Kwame Ofori. Aber der kann den Ball nicht runterpflücken
unvollständig. Der Schiedsrichter hatte auf den ersten Blick schon Touchdown geben wollen und stattdessen gab es nur einen Punt. Letzter Spielzug, erste Halbzeit. Der Double Pass Trickspielzug wie in der Vorwoche von Düsseldorf. Curtis Slater hat Film geschaut, hat gewusst, was kommt, ist zur Stelle, fängt den Pass ab und trägt den Ball in die gegnerische Hälfte. Bis in die Endzone kommt er nicht, also keine weiteren Punkte und zur Pause führt Hamburg 13-7. Stürzen wir uns rein in die zweite Halbzeit. Manuel Engelmann sucht wieder den langen Pass auf Baumgärtner, aber Curtis Slater, ja, das hat er inzwischen absolut im Griff. Die Pässe auf die linke Düsseldorfer Seite, da ist er zum zweiten Mal zur Stelle. Interception von Slater Nummer 2 und dann Langford auf Sane. Der hat da allerdings Probleme, den Ball zu kontrollieren, verliert ihn im Tackle, Fumble und die Düsseldorfer in Ballbesitz. Anschließend die Panther mit einem dritten Versuch und 2. Hier kommt Price. Und hier kommt Price und er macht locker das First Down und dann die Seitenlinie entlang. 22 Yards in die Hälfte der Huskies. Rein ins vierte Quarter, der Drive endet mit einem Field Goal Versuch von Danny Lange aus 40 Yards Entfernung. Der Kick ist gut, Düsseldorf verkürzt auf 10-13. Es folgten 2 Punts hintereinander und dann wieder die Hamburger. 23 Yards vor der Düsseldorfer Endzone, das ist Langford und er findet den früheren Düsseldorfer Dominik Hanselmann. 23 Yards also in die Endzone zum 10-20. Nach einem Three and Out der Panther gab es ein Punt von Maiden Tavredu und hier kommt Curtis Slater mit dem Return. 27 Yards in die gegnerische Hälfte. Es gibt allerdings eine Strafe obendrauf. Das heißt, die Hamburger beginnen deutlich weiter in der Nähe ihrer eigenen Endzone. Da kommt wieder der Fly Sweep auf Tyson Gieser. Diesmal gut für 21 Yards. Und das Play können sie wirklich in allen Variationen. Und da haben wir es wieder. Und jetzt 7 Yards und in die Endzone. Und Touchdown und Deckel drauf und Feierabend. 10-27. Letzte verzweifelte Bemühung der Düsseldorfer. Engelmann mit dem nächsten langen Pass, aber in der Feldmitte bei Hamburg, da wartet, Sie wissen schon, Curtis Slater. Und wenn der Pass missrät, dann ist er zur Stelle. Slater mit einer super Partie. 3 Interceptions in diesem Spiel für die Hamburg Huskies, die unter dem Strich vollkommen verdient bei den Düsseldorf Panthern mit 27-10 gewinnen. Ich bin enttäuscht aufgrund des Ergebnisses, nicht aufgrund der Mannschaftsleistung. Wir waren bis zu dem Knackpunkt des Spieles auf 3 Punkte dran. Wir hatten 8 Minuten auf der Uhr. Ja, sie hatten keinen Weg gefunden, unser Laufspiel zu stoppen. Damit haben wir weiter agieren wollen, damit die letzten 8 Minuten aufbrauchen. Im besten Falle dann mit 6 oder 7 Punkten abschließen, ihnen keine Zeit mehr lassen. Es hätte heute auch anders ausgehen können, aber letztendlich spiegelt es auch den Grad unserer Erfahrung der Mannschaft wieder. Also von daher bin ich da nicht enttäuscht. Wir sind so weit im Plan. Ich spreche immer wieder von der Geduld, die wir brauchen. Und das heutige Spiel hat gezeigt, warum wir sie brauchen. Weil wir müssen die Geduld haben, dass die Spieler sich auch entwickeln können. Und wenn wir es zulassen, werden wir daran wachsen. Spiel. Ja, aber Kampfspiel bis zum Ende, was ich prophezeit hatte. Und wir sind super happy, dass wir den Sieg nach Hause geschaukelt haben. 27-10 ist okay. Wir haben es ziemlich spannend gemacht durch unsere eigenen Fehler. Fumble, Turnovers, Bad Snaps. Hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber wir sind super happy. Wir haben gewonnen. Alles gut. Jetzt hatte man im Vorfeld von sogenannten Abstimmungsschwierigkeiten gehört und sagen wir mal so, man hatte das Gefühl, es war doch lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Wie sehen Sie das? Ja, natürlich war das ein Spiel auf Augenhöhe. Ich meine, warum soll es auch nicht ein Spiel auf Augenhöhe sein? Ich meine, die Panthers sind ein altes Team. Also ein altes Team meine ich, ein alteingesessenes GFL-Team. Und im Vorfeld habe ich von einigen Leuten gehört, ja 70-0, 30-0, irgendwie rollt über die Panther rüber. Und ich habe zu meiner Truppe gesagt, nie im Leben.
Ich habe, weiß nicht, ich spiele seit 20, 25 Jahren gegen die Panther in der GFL 1 und die Panther waren immer ein Team, was nie gequittet hat. Die haben immer gekämpft bis zum Ende, ob es ihnen gut ging oder schlecht ging, sie haben immer gekämpft. Und das habe ich meinen Truppen auch gesagt und das haben sie heute auch gemacht. Sie haben nicht aufgegeben und ich habe ihnen von Anfang an gesagt, es wird kein einfaches Spiel. War es auch nicht. Und deswegen, wir sind ziemlich happy, dass wir gewonnen haben. Auch wenn es ein Kampfsieg war. Die Hamburg Huskies feiern also ihren ersten Sieg in der GFL, Auswärtssieg in Düsseldorf. Und die Möglichkeit zur Revanche, die gibt es übrigens gleich nächste Woche. Dann fährt Düsseldorf nach Hamburg. Wir wechseln in den Süden. Im Süden viel Action auf verschiedenen Ebenen der Tabelle. Die Schwäbischer Unicorns, fangen wir vielleicht mit ihnen an. Gut gestartet in die Saison, Sieg gegen die Adler, Sieg gegen die Scorpions. Jetzt sind sie zu Gast in Marburg. Die letzten Jahre war das immer ein Spitzenspiel eigentlich, aber seit letzter Woche müssen wir doch erheblich zweifeln. Die Marburger gegen die Rhein-Neckar-Bandits verloren mit 7-14. Quarterback Brian Ensminger da noch ohne Training. Jetzt hat er eine Woche, um mal seine Offense kennenzulernen. Ob das dadurch besser wurde, das schauen wir uns jetzt an. Der Herr mit der Nummer 4 heißt Brian Ensminger und ist der neue Quarterback der Marburg Mercenaries. Er war also endlich angekommen in Nordhessen. Und das rechtzeitig zum Heimspiel gegen die Schwäbischer Unicorns im Georg-Gassmann-Stadion. Die Partie begann allerdings nicht so gut für die Gastgeber in den weißen Trikots. Das ist der Eröffnungskickoff. Aufgenommen wird er von Patrick Donahue von den Schwäbisch Hall Unicorns und der trägt den Ball 85 Yards zurück in die Endzone zum 0-6. Nun gut, man kann ja so ein Malheur ausgleichen. Aber jetzt schauen wir uns den ersten Pass von Ensminger für die Marburg Mercenaries an und sehen, unter Druck gerät der Ball zu hoch, wird abgefangen von Christian Köppe. Interception für die Schwäbisch Hall Unicorns. Und der deutsche Vizemeister ist nicht dafür bekannt, solche Chancen oft liegen zu lassen. Marco Ehrenfried, der Quarterback, mit dem Pass auf den neuen Receiver Moritz Spöringer. Und am Ende des Plays ist es erster Versuch und Goal für Schwäbisch Hall. Und dann nochmal Play-Action und der Pass rüber auf Donahue, diesmal auf die linke Seite. 10 Yards, Touchdown, 13-0. Was war mit der Offense der Mercenaries? Running back Andricus Lindley läuft sich hier fest in der Verteidigung der Gäste und deswegen musste Marburg punten. Und nach dem Punt dann die Offense der Schwäbischer Unicorns auf dem Feld mit Ehrenfried. Und mit Donahue und wieder mit einem neuen First Down. Dann sucht Ehrenfried Felix Brenner und das schaut auf den ersten Blick so aus, als ob er den Ball fängt. Aber die Schiedsrichter geben diesen Pass als unvollständig, weil Brenner schon mit dem rechten Fuß im Aus war. Thomas Rauch erzielt immerhin das Field Goal aus 22 Yards Entfernung zum 16-0. Die Gastgeber mussten punten, aber auch das ist nicht immer so einfach. Der Snap ein bisschen zu hoch für Jimmy Jock und deswegen der Ballverlust in der eigenen Hälfte. Die Unicorns übernehmen das Leder und Ehrenfried bedient Stefan Matching, den Neuzugang von den Rhein-Neckar-Bandits. 20 Yards, 0-23 und das am Ende des ersten Quarters. Also eine ganz klare, lockere Angelegenheit für die Gäste aus Schwäbisch Hall. Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich daran nichts Grundlegendes ändern. Im Gegenteil. Ehrenfried auf Donahue, 41 Yards, der nächste Touchdown, 0-30. Für die Offense der Mercenaries war es ein Himmelfahrtskommando. Pass von Ensminger, diesmal abgefangen von Patrick Horlacher, einem Neuzugang aus der eigenen Jugend. Und wieder Ballbesitz für die Offense der Unicorns. Diesmal freut sich darüber Running Back Christian Rycraw, der läuft aus 2 Yards in die Endzone zum 0-37. Und immer noch erste Halbzeit und wieder die Unicorns mit der Offense auf dem Feld. Und der Pass von Ehrenfried auf
Rycraw bedeutet ein neues First Down für die Gäste. Und auch hier wird der Drive gekrönt. Wieder Ehrenfried, wieder auf Matching, 17 Yards. Die beiden kennen sich ja noch von den Rhein-Neckar Bandits, wo sie 2 Jahre zusammen gespielt haben. Die Connection funktioniert auch in Schwäbisch Hall. 0-43 der Spielstand zur Pause. Danach kamen bei den Unicorns die Backups, zum Beispiel Felix Brenner auf der Quarterback-Position. Und ab da war es ein ausgeglicheneres Spiel. Die Unicorns mit einem Fehler, einem Fumble beim Shotgun-Snap und deswegen dann die Marburger mit der Chance auf Punkte. Ensminger bedient hier den Herrn mit der Nummer 81. Weil es auch von diesem Spiel keine Statistik gibt, können wir Ihnen nicht sagen, wer an diesem Tag bei den Mercenaries die 81 trug. Was wir Ihnen sagen können, ist, dass Marburg durch Andrikus Lindley den Ehren-Touchdown erzielte zum 7-43. Das war dann aber auch der Endstand in dieser Partie. Marburg gegen Schwäbisch Hall, das war vor ein paar Jahren immer noch das Duell um die Südmeisterschaft. Aber die Fronten haben sich klar verschoben und die Marburger können aktuell einfach nicht mithalten. Schmerzhafte Niederlage also für die Mercenaries gegen die Schwäbischer Unicorns. Die Mercenaries weiterhin auf der Suche nach den ersten Pluspunkten in dieser Saison. Wir schauen auf ein anderes Spiel im Süden. Die Saarland Hurricanes hatten die Rhein-Neckar Bandits zu Gast. Saarland Hurricanes, Gegner der Munich Cowboys in ihrem ersten Spiel, 0-3 verloren. Also ging es darum, Punkte aufs Board zu bringen bei den Saarland Hurricanes. Und bei den Rhein-Neckar Bandits ging es darum, zu schauen, ob eine weitere Sensation möglich ist nach dem Sensationssieg letzte Woche in Marburg. Wer da jetzt der Gewinner bei geworden ist, das sehen Sie jetzt. Sonny Weishaupt ist der Quarterback, der die Geschicke der Rhein-Neckar Bandits in dieser Saison führt. Die Bandits waren zu Gast bei den Saarland Hurricanes im Saarbrücker Ludwigspark vor etwas über 800 Zuschauern. Und die Bandits in Rot mit dem ersten vielversprechenden Angriff, das ist Weishaupt und er wirft den Pass vollständig auf J. Miles. Wie er mit Vornamen wirklich heißt, würden wir Ihnen gerne sagen, aber leider gibt es auf der Bandits Homepage kein aktualisiertes Roster. Und dann aber keine Punkte für Mannheim, denn der nächste Pass von Weishaupt ist zu weit geworfen. Am Ende müssen die Gäste punten. Dann also die Gastgeber mit ihrem Quarterback Alex Haupert. Nach schwerer Knieverletzung ist er in dieser Saison wieder zurück bei den Saarland Hurricanes. Er findet Kevin Johnston hier für ein First Down. Und dann deutet Haupert an, selbst zu laufen. Die Abwehr reagiert auf ihn, kommt nach vorne und dann wirft er den Pass über die aufgerückten Verteidiger drüber. Corey Soto freut sich über diesen Touchdown. 38 Yards, 7-0 Hurricanes. Was war mit Mannheim? Die probierten es mit Laufspiel. Erik Weiß, 7 Yards, aber dann gab es eine Strafe und anschließend kein First Down. Also weiter die Gastgeber, Haupert auf Chad Lucas und das ist ein Big Play für die Saarländer. Wechseln wir die Seiten, gehen rein ins zweite Quarter und sehen das Ende des Drives. Und das Ende des Drives ist unerfreulich für die Rhein-Neckar Bandits, denn Jason Thomas läuft aus 5 Yards in ihrer Endzone 14-0. Und im zweiten Quarter hatten die Hurricanes jetzt wirklich den Fuß auf dem Gaspedal. Haupert mit dem Shovel Pass auf Johnston, 7 Yards. Anschließend bedient Haupert dann Receiver Marcus Richardson, 39 Yards zum Touchdown, 20-0. Der folgende Extrapunkt ist zwar nicht gut, aber hat Unterhaltungswert. Sieht man auch nicht alle Tage. Anschließend wieder Zeit für die Offense der Rhein-Neckar Bandits. 3. und 2 an der Hurricanes 12. Gute Chance zu punkten, aber Weiß wird hier getackelt und der Ball wird losgerissen. Christoph Dillenburger holt sich den Fumble, trägt den Ball zurück. Am Ende gibt es noch unsportliches Verhalten für das Wegwerfen des Balles hier. Aber natürlich First Down für die Gastgeber.
Und dann bedient Haupert Chad Lucas und der marschiert die Seitenlinie entlang, tanzt die halbe Abwehr des Gegners aus und 80 Yards später ist es passiert, 27-0 für die Saarland Hurricanes. Die zuletzt noch zu Hause 0-3 gegen die Munich Cowboys verloren hatten, also das Spiel hier lief vollkommen anders. Wir schauen auf die Rhein-Neckar Bandits. Weißhaupt auf der Flucht aus der Pocket raus, wirft dann über die Mitte und da sagt Lamar Hall, danke, den nehme ich mir. Interception und wieder ein Ballverlust der Rhein-Neckar Bandits. Die Saarland Hurricanes effizient, Haupert auf Johnston. Und egal, wer sich da in den Weg stellt, der will rein in die Endzone. Touchdown 33-0. Und dann haben wir noch ein letztes Play aus dem ersten Durchgang. Die Rhein-Neckar Bandits versuchen es nochmal. Der Pass hier ist kurz geworfen auf Miles. Und dann gibt es anschließend eine Strafe und wir hören genau zu. Rhein-Neckar Nummer 70. Die Strafe ist abgelaufen. Die Spielzeit der ersten Halbzeit ist abgelaufen. Nummer 70 wird disqualifiziert. Also Platzverweis für Mannheims Kevin Hambrecht. Wir haben uns das genau angeschaut. Achten Sie auf den oberen Bildrand. Tackle und Guard nehmen da einen Saarbrücker in die Mangel. Und das hier sieht aus wie ein Faustschlag von Hambrecht. Und dafür die Entscheidung der Schiedsrichter. Sicher nachvollziehbar, auch wenn Hambrecht das absolut nicht verstehen konnte. 33-0 für die Gastgeber zur Pause. Die Entscheidung war schon gefallen. Wir haben aber dann doch noch ein bisschen was Positives für die Rhein-Neckar Bandits. Zweite Halbzeit. Weißhaupt mal wieder auf der Flucht, findet Nikolai Henn für 19 Yards Raumgewinn. Und das war die Vorlage für Erik Weiß und den einzigen Touchdown der Partie für die Rhein-Neckar Bandits aus 5 Yards Entfernung zum Endstand 33-7. Klarer Erfolg also für die Saarland Hurricanes, die in der ersten Halbzeit schon alles klar machten. Coach Reese, eigentlich sah die Leistung Ihrer Mannschaft in den Quartern 1, 3 und 4 okay aus. Aber was ist denn im zweiten Viertel passiert? Oder haben sie uns festgenagelt? Unser Plan war es eigentlich, früh mit Big Plays zum Erfolg zu kommen und so richtig in Schwung zu geraten. Aber es lief genau umgekehrt. Wir haben viele Fehler gemacht, Drives mit Fehlstarts begonnen und uns mit unnötigen Fouls das Leben selbst schwer gemacht. Aber das Lob gebührt den Hurricanes. Sie sind früh deutlich in Führung gegangen. An diesem Punkt mussten wir dann unseren Gameplan abändern und das hat am Ende nicht mehr geklappt. Ich vermute, 33 erzielte Punkte fühlen sich besser an als 0. Ja, wir haben heute in der ersten Hälfte mehr gepunktet als im letzten Spiel. Wir haben in unseren 2 Wochen Vorbereitung auf dieses Spiel wirklich sehr hart gearbeitet, besonders mit unserem Quarterback und den Receivern. Alex Haupert hat ja die Hälfte der vergangenen Saison verpasst und im ersten Spiel hat man das noch gemerkt. Ihm war das auch klar. Wir haben etwas an seiner Fußarbeit gefeilt und das hat sich heute voll ausgezahlt. Wir hatten zwar ein paar fallen gelassene Pässe, aber ich glaube, Alex hat heute keinen einzigen unpräzisen Ball geworfen. Die Franken Knights empfingen die Stuttgart Scorpions im Rothenburger Städtischen Stadion. Die Statistik zu diesem Spiel wurde leider nicht rechtzeitig fertiggestellt. Das erschwert uns die Arbeit ungemein, deswegen hier nur die Highlights im Schnelldurchlauf. Ein paar bemerkenswerte Dinge gab es sehr wohl. Die Stuttgarter in den roten Trikots mit dem 7-0 durch Jermaine Gwynn. Genau, der Mann, der eigentlich in der Defensive Line der Scorpions aufläuft. Hier 7 Yards in die Endzone zum ersten Touchdown, 7-0 für Stuttgart. Und das ganze Spiel lief ohnehin nur in eine Richtung, 13-0, dann durch Running Back Steffen Hänelt. Das Laufspiel der Stuttgarter kaum zu bremsen von den Franken Knights. Jetzt ist es wieder Jermaine Gwynn mit seinem zweiten Touchdownlauf, 19-0. Im zweiten Quarter
Die Stuttgarter weiter absolut dominant und jetzt macht dann auch mal Quarterback Tom Schneider mit beim Spielchen, läuft selber in die Endzone, 26-0. Und Sie erinnern sich vielleicht an William Fridge Perry, den Defensive Lineman der Chicago Bears, der in der NFL auch ab und zu mal als Running Back zum Einsatz kam. Jermaine Quinn ist, ja, wie Perry, ein Defensive Lineman auf der Running Back Position, aber er ist viel schneller, also er ist Speed Fridge sozusagen. Und Quinn mit seinem dritten Touchdown in diesem Spiel 33-0 für die Scorpions. Zur Pause. Und wer gedacht hatte, dass sich das Bild in der zweiten Halbzeit ändern würde, der sah sich böse getäuscht. Die Franken Knights weiter ohne Chance. Jetzt machten sie dann auch noch Fehler in den Special Teams. Der Punt von Joe Joyner geblockt und Quentin Copeland trägt den Ball für die Stuttgart Scorpions in die Endzone zum 40-0. Der Snap zu flach. Außerdem schlecht geblockt, da kommt alles zusammen und Joyner kann dann am Ende das Drama nicht verhindern. Und es ging weiter nur in eine Richtung. Die Scorpions punkteten munter weiter, jetzt mit Running Back Brian Yankson zum 46-0. Und am Ende der Partie durfte dann auch noch der mittlerweile 56-jährige Backup-Quarterback Günther Michel auf den Platz. Und der fand den neuen Stuttgarter Receiver Dylan Potts zum Endstand von 53-0. Also Doc Michel mal wieder mit einem Touchdown-Pass und die Scorpions gewinnen einen Spaziergang in Rothenburg. So viel also zu allen Zusammenfassungen des Wochenendes. Endlich mal ein GFL-TV-Magazin, das auch ein paar mehr Spiele zu bieten hatte. Es war alles dabei. Shutouts, hohe Siege, knappe Spiele. Das macht Lust auf mehr. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Dann zwei Spiele in der GFL. Die Hamburg Huskies empfangen die Düsseldorf Panther und die Allgäu Comets empfangen hier die Rhein-Neckar-Bandits. Zweiteres gibt es auch am Sonntag dann bei GFL-Radio zu hören. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und darf noch darauf verweisen, dass wir jetzt die Plays of the Week präsentiert von wirmachendruck.de haben. Schauen Sie rein, die besten Aktionen der Woche nochmal zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Die Plays of the Week der German Football League. Präsentiert von wirmachendruck.de. Press.